Elektromagneten, für uns keine Besonderheit mehr. Wir finden sie zum Beispiel überall dort, wo Metalle aussortiert und angehoben werden müssen. Aber Elektromagneten haben heute noch andere Aufgaben. Bei der Magnetschwebebahn Transrapid etwa sorgen Elektromagneten für ein reibungsfreies Schweben des Zuges. Beide Phänomene, sowohl Elektrizität als auch Magnetismus, sind schon seit der Antike bekannt. Aber einen Zusammenhang zwischen den beiden Naturkräften herzustellen, gelingt erst einem Wissenschaftler zu Beginn des 19. Jahrhunderts. André-Marie Ampère wird am 22. Januar 1775 in Poligneux bei Lyon als Sohn eines Seidenhändlers geboren. Ampère ist ein hochbegabtes Kind. Bereits im Alter von 12 Jahren gilt er als mathematisches Genie. Als Autodidakt arbeitet er in alphabetischer Reihenfolge alle 20 Bände der Enzyklopädie der Wissenschaften, Künste und des Handwerks von Diderot und d'Alembert durch. Da diese Enzyklopädie nahezu das gesamte Wissen dieser Zeit enthält, ist es verständlich, dass Ampère, ohne je eine Schule besucht zu haben, über ein sehr umfangreiches Wissen verfügt. In dieser Zeit überschattet ein Todesfall sein Leben. Sein Vater wird während der Französischen Revolution als Monarchist angeklagt und öffentlich hingerichtet. Dieser Schicksalsschlag ist für den jungen Ampère nur schwer zu verwinden. Er fällt in tiefe Depressionen und lässt für fast 18 Monate alle seine Studien ruhen. Hinzu kommt, André-Marie Ampère ist jetzt plötzlich mittellos, denn das gesamte Vermögen der Familie wird beschlagnahmt. Daher gibt er Mathematikunterricht, zunächst privat und ab 1801 als Physik- und Mathematiklehrer in der Kleinstadt Bourg-en-Bresse nördlich von Lyon. Schon ein Jahr später veröffentlicht er eine Schrift zur Spieltheorie, einem Teilgebiet der Wahrscheinlichkeitsrechnung. Considération sur la théorie mathématique du jeu. Erwägungen über die mathematische Theorie des Spiels. Ampère beweist, dass ein Spieler von einem Gegner, der auf ein viel größeres Guthaben zurückgreifen kann als er selbst, immer besiegt werden wird. Diese Veröffentlichung macht ihn unter den Pariser Wissenschaftlern bekannt. Er kann die Kleinstadt verlassen und eine Stelle als Mathematiklehrer am Gymnasium von Lyon annehmen. 1805 zieht er nach Paris, wo er 4 Jahre später erst Repetitor und dann Professor für Analysis an der École Polytechnique wird. Hier setzt er seine Forschungen auf vielen Gebieten fort. Neben der Philosophie, Psychologie und Metaphysik beschäftigt er sich hauptsächlich mit der Chemie, die damals noch in den Kinderschuhen steckt. In dieser Zeit untersucht er vor allem die physikalischen und die chemischen Eigenschaften von Gasen. . 1814 schließlich wird er Mitglied der Académie des Sciences, der Akademie der Wissenschaften in Paris. Jetzt ist Ampère als Wissenschaftler anerkannt und forscht auf verschiedenen Feldern der Chemie und Physik, bis er von den Versuchen des dänischen Physikers Hans Christian Ørsted hört. 1819 plante Ørsted, die Erwärmung eines Drahtes durch elektrischen Strom zu demonstrieren, sowie einige magnetische Experimente zu zeigen, wofür er einen Kompass auf einem Holzständer bereitstellt.
Während er seine elektrischen Versuche durchführt, bemerkt Ørsted zu seiner Überraschung, dass jedes Mal, wenn ein stromdurchflossener Leiter in der Nähe ist, die Kompassnadel angezogen wird und ausschlägt. Damit gelingt Ørsted der erste Beleg, dass zwischen Elektrizität und Magnetismus ein Zusammenhang besteht. Als Ampère im September 1820 von den Versuchen hört, ist er so begeistert, dass er alle anderen Arbeiten zurückstellt und sich jetzt ganz der Erforschung des elektrischen Phänomens widmet. Ampère, der wegen seiner Zerstreutheit und Menschenscheu als Sonderling gilt, ist nicht wiederzuerkennen. Er hält es sogar für möglich, dass man für die Wirkung gar keinen Magneten benötigt, sondern dass auch stromdurchflossene Drähte allein aufeinander eine Kraft ausüben. Um diese Kräfte zeigen zu können, benötigt er ein Messinstrument. Und so entwickelt Ampère die Stromwaage. Neben einem festen Leiter hängt ein U-förmiger Drahtbügel, der sich frei wie ein Pendel bewegen kann. Dieser Versuchsaufbau soll den Beweis für die Richtigkeit von Ampères Theorie erbringen. Schon eine Woche später führt er mit der Stromwaage Versuche durch, die die Wechselwirkung zweier stromdurchflossener Leiter zeigen. Dabei erkennt Ampère, dass sich parallele elektrische Leiter bei Stromfluss gegenseitig anziehen, wenn der Strom in beiden Leitern in die gleiche Richtung fließt, und sie sich abstoßen, wenn der Stromfluss entgegengesetzt verläuft. Er vermutet deshalb, dass durch den Stromfluss um den Leiter ein Magnetfeld entsteht. Fließt der Strom in den beiden Leitern in die gleiche Richtung, ziehen sich die Leiter an, wie zwei Magnete. Fließt der Strom in die entgegengesetzte Richtung, stoßen sich die Leiter ab. Die Richtung des Magnetfeldes um den stromdurchflossenen Leiter lässt sich dabei durch die sogenannte rechte Handregel bestimmen. Wenn der Daumen der rechten Hand in die Stromrichtung zeigt, weisen die Finger in die Richtung der magnetischen Feldlinien. In weiteren Versuchen entdeckt Ampère, dass ein elektrischer Leiter, den man zu einer Spule aufwickelt, sich wie ein Stabmagnet verhält. Als Spannungsquelle benutzt er ein Volta-Element, eine einfache chemische Batterie. Fließt Strom durch die Spule, so hat sie einen Plus- und einen Minuspol. Wenn man die Spule aufhängt, sich wie eine Kompassnadel in Nord-Süd-Richtung aus. Ampère fasst seine Beobachtungen und die Ergebnisse seiner Versuche zusammen und legt damit die Grundlage zu einer mathematischen Theorie des Elektromagnetismus, einer Wortschöpfung, die auf ihn selbst zurückgeht. Für Ampère gibt es nun keine Zweifel mehr, dass Magnetismus und Elektrizität auf ein einziges Naturgesetz zurückzuführen sind. Die magnetischen Kräfte können nur entstehen, wenn sich in einem geschlossenen Kreislauf Ströme in Bewegung setzen. Und je höher die Stromstärke, also je größer der Stromfluss, umso größer ist auch die entstehende magnetische Kraft. Um seine Theorie zu untermauern, entwickelt Ampère ein Messgerät, das die Stärke des Stromflusses mit Hilfe einer aufgehängten Magnetnadel anzeigt. Diese Erfindung wird später in verbesserter Form Ampere-Meter genannt. Es ist eines der wichtigsten Messinstrumente der Elektrotechnik. Doch Ampère geht bei seinen Überlegungen noch weiter.
Auch bei Permanentmagneten wird der Magnetismus seiner Meinung nach nicht, wie bis dahin angenommen, durch ein undefinierbares magnetisches Fluidum erzeugt, sondern durch Stromkreise in jedem einzelnen Atom des Magneten. Er nimmt an, dass jedes Atom unaufhörlich von Elektronen und damit einem kleinen Kreisstrom umflossen werde. Aufgrund des dadurch entstehenden Magnetfeldes verhält sich jedes Atom wie ein kleiner Stabmagnet. Bei Permanentmagneten sind diese alle gleich ausgerichtet. Bei den anderen Stoffen liegen sie völlig ungerichtet. Dadurch heben sie sich in ihrer magnetischen Wirkung auf und wirken nach außen hin neutral. 1826 wird Ampère aufgrund seiner Forschungen und der daraus resultierenden Bekanntheit auf den Lehrstuhl für Physik am Collège de France in Paris berufen. Aber jetzt wird es immer stiller um den Gelehrten, obwohl ihm die Akademie der Wissenschaften für weitere Forschungen 1000 Francs in Aussicht stellt, zieht sich Ampère, der schon früh unter Depressionen litt, in die Einsamkeit zurück. Er widmet sich seinen privaten mathematischen und philosophischen Studien und verzichtet auf allen Forscherruhm. Am 10. Juni 1836 stirbt André-Marie Ampère, 61-jährig, auf einer Dienstreise in Marseille. Begraben wird er im Familiengrab auf dem Cimetière de Montmartre in Paris. Von August bis November 1881 findet im Palais de l'Industrie in Paris der erste elektrische Weltkongress statt. Hauptattraktion ist die Präsentation der neuesten technischen Errungenschaften wie der Glühbirne von Edison und der elektrischen Straßenbahn von Siemens. Hier beraten die Teilnehmer aber auch, wie man die elektrischen Einheiten einheitlich benennen könnte. Für die Einheit der elektrischen Spannung wird zu Ehren des Erfinders der Batterie, Alessandro Volta, der Name Volt gewählt. Der elektrische Widerstand erhält die Bezeichnung Ohm. Auf Vorschlag des deutschen Physikers Helmholtz wird in Erinnerung an die großen Leistungen des Wissenschaftlers Ampère seit 1881 für die Einheit der Stromstärke das Ampere benutzt. André-Marie Ampère zählt sicher zu den herausragenden Universalgelehrten zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Obwohl sich Ampère nur 3 Jahre intensiv mit der Elektrizität beschäftigt hat, besteht sein Hauptverdienst unzweifelhaft darin, dass er die bis dahin relativ unabhängigen Gebiete Elektrizität und Magnetismus zusammenführt und damit die Basis für die weitere Entwicklung der Elektrodynamik legt. Heute gibt es viele Anwendungen der Elektrodynamik. Ein alltägliches Beispiel sind Lautsprecher. Ein Lautsprecher ist ein Gerät, das elektrische Impulse in Schallimpulse umwandelt. Die überwiegende Bauform ist dabei der elektrodynamische Lautsprecher. Im Zentrum des dynamischen Lautsprechers befindet sich eine Spule in einem Magnetfeld. An der Spule ist eine Membran angebracht. Fließt jetzt Strom durch die Spule, schwingen sie und die Membran im Takt der Spannung mit. Denn jener Stromfluss wird sie mehr oder weniger angezogen. Dabei erzeugt die Membran Schallwellen und gibt so die Information als Ton ab. Auch die Magnetschwebebahn Transrapid macht sich die elektromagnetische Wirkung zunutze. Durch Elektromagneten wird der Zug vom Gleis abgehoben, schwebt reibungsfrei über den Schienen und kann Geschwindigkeiten bis zu 500 km pro Stunde erreichen. Dies wurde aber erst durch die Grundlagenforschung von André-Marie Ampère ermöglicht.